Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Endgame Serie. Heute mit dem ersinnten Kit Slime. Was kann der Slime? Er hält beim Springen zufällig weitere Slimebälle, mit denen er Gegner abwerfen und diese stark verlangsamen kann. Wird er geschlagen, so spawnen kleine Slimes um ihn herum, die seinen Gegner attackieren. Außerdem verfügt er dauerhaft über Jump Boost 2, 10 Slimebälle, grüne Lederjacke und grüne Lederschuhe sind seine Ausrüstung. Crafting Pro 01, 1 meine ich, den habe ich gerade eben in der vorherigen Runde verloren, den habe ich jetzt gar nicht mit in die Aufnahme genommen, weil die war furchtbar. Die war 7 Minuten lang und es ist nichts passiert, ich habe keinen getötet, hatte mein Anfangsequip die ganze Zeit und hatte ein verzaubertes Holzschwert auf Schärfe und es ist nichts passiert, letztendlich wurde ich von Crafting Pro getötet, deswegen kenne ich den Namen. Gut, auch heute ohne Labby Mod, wie ihr sehen könnt, weil ich bei der Labby Mod irgendwie gerade keinen Cape hatte, ich habe das getestet, ich bin in eine Runde rein. Also ich bin. Was ist gerade los? Entschuldigung. Ich bin auf den Server gejoint. Und hatte das Cape. Und sobald ich irgendwie die Lobby gewechselt habe oder ich in eine neue Runde gegangen bin, war es weg. Und das ist chronisch. Also es kann dann auch nicht wieder. Es war die ganze Zeit weg. Egal wann, wie, wo, was. Da musste man quasi Minecraft neu starten, um das Cape wieder zu haben. Und ich weiß nicht. Ich meine, ich fühle mich echt ohne Cape. So unwohl. Deswegen. Ich habe ja auch Geld für bezahlt, ich darf das haben und deswegen ja, spiele ich jetzt ohne die Labby Mod und halt nur mit Optifine, weil da geht es komischerweise. Ich kann das für eine Kiste gewesen. Gut, schauen wir mal. Also ich habe gerade eben gesagt, eine Runde schon mal gespielt, die ich jetzt nicht mit reingenommen habe in die Aufnahme, weil die war wirklich für 7 Minuten und es ist nichts passiert, das kann ich nicht auf YouTube hochladen. Ich meine, ich bin normalerweise ja schon nicht so wählerisch, was sowas angeht. Ich lade ja auch manchmal den größten Scheiß hoch. Ich meine, guckt euch die Survival Games Runden an, die waren furchtbar schlecht, aber ich glaube, die waren trotzdem recht unterhaltsam, deswegen habe ich sie hochgeladen. Aber das war wirklich, das war zu schlecht, das ging nicht, das war ein No-Go. Jetzt sollte das Kit, ach du Scheiße, Crafting Pro, nein, nicht schon wieder. Leute, und ihr merkt, ich werfe Leute damit ab mit diesem. Es gibt die Revanche, Crafting Pro. Was ist das? Ich weiß, wurde ich gerade angegriffen. Ich habe ihn getötet, aber gerade so nur. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Habt ihr gesehen, ich habe den abgeworfen mit diesen Balls. Aber irgendwie, er hat fast nichts ausgemacht. Das war gerade eben halt auch schon genauso in der vorherigen Runde. Ich glaube, diese Verlangsamung ist so kurz und so gering geworden. Also so wurde so stark genervt, das Kit. Dass es eigentlich gar nicht mehr stark ist. Aber naja. Vielleicht ja doch. Vielleicht täusche ich mich. Ich müsste halt auch mal gegen den Slime spielen. Dann würde ich das mal sehen, wie stark das wirklich ist. Aber dazu kam es bis jetzt noch nicht. Also, jetzt nicht in der nahen Vergangenheit. Und ich habe natürlich schon öfter gegen Slimes gespielt. Aber das war damals, als das Kit noch so stark war, also als es frisch rauskam, da habe ich das viel gespielt und habe ich auch oft gegen Slimes gespielt. Ich crafte jetzt mal lieber nicht, weil ich gleich gepoddet werde wahrscheinlich. Und da war das Kit halt echt sehr, sehr stark noch. Und da war das echt OP. Aber jetzt ist es, finde ich, eigentlich echt schon fast gar nichts mehr. Also weder stark noch richtig. Na gut, eher schwach als stark, würde ich sagen. Oh, Entschuldigung. Eher schwach als stark. Aber naja. Vielleicht können wir trotzdem mal mit was reiten. Die ist ja doch gut auf einmal. Haben die Gegner das nur einfach gut gemacht eben, gegen die wir gekämpft haben. Oder gegen die ich gekämpft habe. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. So. Übrigens ein neues Mausbett bestellt, vielleicht kann ich euch das ja mal zeigen irgendwann. Entweder, also auf Twitter poste ich es vielleicht, also ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen, ist immer in der Beschreibung. Oder, vielleicht mache ich auch einfach mal ein Bild an oder so, wenn es dann. Ah ne, wenn ich es wieder hochlade, ist es wahrscheinlich noch gar nicht da und es kommt nämlich erst. Das habe ich nämlich extra, habe ich quasi selbst gestalten, also habe ich selbst gestaltet auf einer Website. Ah, so, was war der? Schinken. Man hat auch nicht reingehauen, hat man es gemerkt. So. Genau, habe ich selbst geschaltet auf der Website. Los. Und das wird jetzt halt dauern ein bisschen, bis das gemacht wird und bis es geschickt worden ist. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Aber vielleicht kann ich euch jetzt ja irgendwann mal in irgendeinem Video mal einblenden, ein Bild oder auf Twitter. Vielleicht poste ich es dort auch. Sieht nämlich cool aus. Es ist ein bestimmtes Logo da drauf. Habe ich da drauf gemalt, habe ich mit Photoshop erstellt und einfach auf der Website hochgeladen. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht. Ich weiß es ja selber nicht. Hoffentlich machen die das gut.
Okay, na gut. Kann ich auch irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Dann schauen wir mal, ob wir dann noch... Ihr habt es gesehen, ich habe den gerade versucht zu verlangsamen. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich was gebracht hat. Oh nein. Wasserheimer? Ja. Okay. Wie fordere ich mich denn hier raus am besten? Ey, wie die Enderperle fliegen. Oh, das war jetzt so nicht geplant. Ist jetzt da unten? Ja, logischerweise, ne? Oder hat sich rausgeportet? Hat er aber nicht. Hab ich getroffen? Ich finde, es müsste noch so ein Sound kommen, wenn man einen trifft. Wow! Alter! Kollege! Kollege! Nein! Nein! Ah, oh, scheiße! Zweite Runde jetzt hier mit dem Slime-Kit und hoffen wir mal, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Also, obwohl, wir waren gar nicht so schlecht, wir haben sogar 2-3 Kills gemacht oder so. Aber, ich möchte jetzt mal eine Runde gewinnen mit dem Kit. Alles klar, ein Dieb. Hässliches Kit. Ach, Dieb, es wäre so eine geile Kiste gewesen und dann es kommt ein Dieb und lootet es alles instant oder bekommt das alles gelootet. Ach, scheiße. Das ist schon wieder ärgerlich ein bisschen. Egal, noch sehr... Ach, Baba, ganz ehrlich. Baba, nee, Barbar. Ich finde sowas immer, sowas finde ich echt asozial immer. Wenn die, ich meine, es gibt Millionen Bäume in den Endergames und dann kommt da so ein Barbar und kommt genau an meinen Baum, um ihn zu fällen. Na gut. Schlimmer wäre es gewesen, hätte er mich jetzt nochmal weiter verfolgt. Aber er ist jetzt kurz da drüben geblieben mit diesem Baum, wo ich mich so schon freigegraben habe, da. Ja, jetzt kommt jetzt auch bald, das neue Kit Tor raus, ne? Also für alle. Im Moment ist es ja schon für die draußen, die da in den letzten 30 Tagen unter den Top 100 war. Was für mich natürlich ziemlich ärgerlich ist, weil wenn es alle, also nicht die letzten 30 Tage, sondern zu der ganzen Zeit für die Top 100 gewesen wäre, dann wäre ich natürlich auch dabei gewesen. Und dann hätte ich das Kit jetzt auch gehabt. Aber nee, es ist ja für die der letzten 30 Tage. Und in den letzten 30 Tagen habe ich vielleicht 5 Runden nur gespielt. Oder so. Ne, 25 meine ich. Halt für Aufnahmen oder auch mal so eine Runde. Aber ich meine, letztlich für einen Monat 25 Runden ist jetzt auch nicht so viel. Aber naja, ich bin wie gesagt deswegen nicht dabei gewesen. Logischerweise. Doch gar nicht die Zeit dafür, da so irgendwie hart zu suchen. Aber irgendwann kommt es ja dann auch für alle raus. Wahrscheinlich irgendwie nächste Woche oder so. Oder vielleicht sogar diese Woche noch. Und dann wird es natürlich auch noch erst eingeschoben. Oh. Na, gut. Arme Sau. Was ist denn überhaupt da drauf auf dieser Rüstung? Das habe ich noch nie exakt gewusst. Was ist da drauf? Ah, da ist Schutz drauf. Dann lasse ich die mal lieber an, ne? Wenn da Schutz drauf ist. So. Bringt ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Genau. Genau, da wird jetzt auch erst noch eingeschoben, das Tor-Kit, wenn es dann draußen ist. Und dann, ja, gucken wir mal. Ich denke, Tor ist ein bisschen stärker als Slime. Weil ich weiß nicht, mit dieser Verlangsamung, das hat mir bis jetzt noch nie wirklich was gebracht. Also seit diesem Nerf da, noch nie. Wirklich nicht. Kann natürlich auch sein, dass das an mir liegt. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das an dem Kit liegt. Vielleicht ist das ja richtig OP und ich spiele es falsch. Ich bediene es falsch. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal reinschauen, was ihr so für Erfahrungen mit dem Kit gemacht habt. Was ist der nächste Gegner jetzt? Ist jetzt hier drüben. Hallo? Ja, das ist Ungeheuer. Ah, das ist jetzt wirklich Ungeheuer, so wie der reinhaut. Was? Was? Hat er sich ausgelockt? Nee, der ist gestorben irgendwie, oder? Nein, ich hab da eine Enderperle geworfen, ist daran gestorben. Wo sind die Sachen? Hat er bestimmt irgendwie die Enderperle hier hingeworfen irgendwo. Ich hätte gerne die Sachen. Egal. Die werde ich wohl nie mehr rankommen. Gut, dann gehen wir mal auf den nächsten. Ich mache mir aber erstmal noch eine bessere Hose immerhin. Das kann ich mir nämlich machen. Oh, scheiße, das waren die Schuhe. Die würde ich gerne anlassen. So. Fahrzeug. Gut. Komm schon, Kollege. Ich muss ihn verlangsamen.
Äste auf dem Baum? Hä? Hä? Das ist das hässliche Pferd da. Wo ist er? Wo ist er? Hä? Ach, ist der ein Slime? Der hat sich jetzt einfach in Slime verwandelt. Kann er ja, ne? Ist ja. Nein, scheiße. Ist einfach mal sau stark. Fällt mir gerade so ein. Hey, wie cool ist das? Er war einfach ein Slime. Hey, cool. Hey, wie cool war das denn gerade? Ich meine, eigentlich richtig cool. Was einer mal bringen möchte, müsste, sich in ein Ding verwandeln, in so eine Bat, wie heißt das denn auf Deutsch? Fledermaus. No, Fledermaus. Das wäre doch mal cool, oder? Das wäre nicht cool, wenn jemand mal eine Fledermaus wäre. Bestimmt schon mal jemand geschafft. Weil irgendwo so Höhlen oder so gibt es doch mehr Fledermäuse. Aber Chameleon ist auch so ein Kind, was ich eigentlich gar nicht so oft spiele. Aha. Wie viele haben wir überhaupt getötet? Einen, das war dieser eine, wo wir abgestaubt haben. Okay. Komm, Slimes. Tötet ihn. Oder ich halt. Wenn sonst keiner macht. Ich würde gerne das Equip haben. Danke. Gut, mehr Wasser nicht, oder? Hab ich da gerade irgendeinen Trank weggeworfen? Das sah gerade für mich nämlich so aus. Ich weiß es aber nicht. Kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Okay. Okay. Was? Stirb doch bitte! Ah. Oh. Drei Herzen. Leute, ich habe ihn, falls ihr gemerkt habt, ich habe ihn ja abgeschossen mit diesen Slime Balls, aber irgendwie, es hat nichts gebracht. Also auch vorhin bei diesem anderen da, war der überhaupt langsam? Also ich weiß nicht, entweder buggt das Kit oder ich spiele es schlecht. Also mein Lieblingskit ist es nicht, ich sag's euch ganz ehrlich. Schreibt mal eure Erfahrungen bitte mit rein, das interessiert mich ungemein. Also bitte schreibt eure Erfahrungen damit rein, weil ich komme mit dem Kit irgendwie nicht so ganz klar. Ich sag's euch ganz offen. Schreibt es mir bitte rein. Wenn nicht, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Runde trotzdem gefallen. Oder die Runden, das waren ja zwei. Und wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, liebe Leute, und macht's gut. Ciao.